So Leute, willkommen zur nächsten Begegnung des zweiten Ultimate Amiibo Clash. Oh yeah, gestern haben sich White Rose und Black Lotus geprügelt. White Rose ist eine Runde weiter und Black Lotus ist im Losers Bracket gelandet. Heute kümmern wir uns um die nächste Begegnung, bestehend aus... Lucina mit dem Namen Quasi-Noi. Und... Rosalina und Luma mit dem Namen Mama Luma. Ja, ganz tolle Wortzusammensetzung. Und Quasi-Noi, das ist mir ja ganz spontan gefallen, weil Lucina hat ja die Noi-Farbe, weil die ganzen Color Palettes, die sie hat, die bestehen ja aus den Fire Emblem Awakening-Charakteren, die es so gibt. Und das ist die Noi-Farbe und deswegen habe ich sie Quasi-Noi genannt. Dann habe ich zusammengeschrieben, weil ich dachte, hey, es klingt auch ein bisschen wie Quasimodo. Quasi-Noi und deswegen egal. Ich finde das lustig, okay? Mama Luma einfach, weil sie die Mutter aller Luma ist oder generell da irgendwie im Universum ganz viel geschaffen hat. Und deswegen hielt ich das für passend. Ja, ihr seht hier die Wetten eingeblendet. Lucina hat ein bisschen die Nase vorn. Sehr interessant. Ich meine, wir haben eigentlich schon längst festgestellt, Leute. Es ist eigentlich in den ersten Runden immer besser. Oder eigentlich generell einfach nach Sympathie zu wetten. So mache ich das ja auch. Weil bei Amiibos haben Tiers überhaupt keine Relevanz. Wir haben es in den Kämpfen davor schon gesehen. Und auch hier Rosalina und Luma definitiv eine der besten Charaktere. Lucina hingegen eher nicht ganz so prickelnd, aber... Trotzdem, das heißt bei Amiibo überhaupt gar nichts, denn die kämpfen generell völlig anders. Deswegen bin ich sehr gespannt für diese Begegnung. Ich bin natürlich auch für Lucina, einfach weil Fire Emblem. Und es geht auch gleich mal hier mit dem Heimvorteil los, als ob das irgendwas bringen würde, aber tut es natürlich nicht. Gucken wir mal, wie dieser Kampf jetzt hier ausgeht. Ja, ich habe das Gefühl aber, dass Rosalina sehr gute Chancen hat, muss ich ehrlich sagen, einfach weil... Sie Down Smash benutzt ziemlich oft. Wow, sie macht Firefox echt Konkurrenz. Down Smash ist überall. Aber ich meine, weil sie Luma hat, deswegen, weil sie Luma hat. Das ist ja genau wie quasi, wenn zwei Menschen gegeneinander spielen. Aber ich glaube, dass es bei CPUs auch wirklich eine ganze Menge ausmachen kann. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel die Lucina CPU wirklich so effektiv darauf achtet, wo Luma gerade ist, um dementsprechend auszuweichen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vielleicht werde ich überrascht. Wir sehen gerade irgendwie generell nur zwei Attacken. Lucina benutzt nur Side B und haut Mama Luma an der Edge schön aus dem Ring. Auch nicht mal eine Minute hat das gedauert. Ja, da war jetzt ein bisschen Glück dabei. Aber sehr schön. Oh, zack, dann Uptilt wieder mal. Also, Rosalina kann auf jeden Fall smashen, wie wir sehen. Und benutzt das auch gleich mal effektiv. Und ein Uptilt beherrscht sie auch ganz gut. Ja gut, okay, langsam kommen dann nochmal ein paar weitere Angriffe raus. Sehr interessant. Sollte er von da hinten werfen, zack, das dürfte aber von der Entfernung nicht reichen, aber der Upsmash reicht dann natürlich aus und das war's für Quasi-Noi. Guckt euch mal, das sieht man da richtig effektiv, wie heftig groß... Oh, geht doch da bitte weg. Wow, wie heftig groß Rosalina einfach ist. Ich meine, das ist ja bekannt, dass Rosalina eine sehr große Frau ist, aber gerade wenn Lucina neben ihr steht, war das ein Konter? Sieht es doch sehr interessant aus. Ein vom größten Unterschied. Ich meine, gut, Rosalina schwebt natürlich auch ein bisschen bei dem Boden, aber trotzdem. Das ist irgendwie eine interessante Begegnung. Also ich hab schon die ganze Zeit interessant jetzt gesagt, Leute. Ich weiß irgendwie, dass das Wort des Kampfes ist interessant. Oh, wow, voll vom Luma-Shot erwischt. Also anders kann ich dazu wirklich sagen. Ich finde total merkwürdig, wie sie kämpfen. Also quasi Noi mag Side B und Mama Luma mag definitiv den Down Smash. Aber gut, ne? Ist ja noch das erste Match und da lernt man ja selber noch. Immer ein bisschen dazu. Oh, geht da weg von der Kante. Oh, und Luma wurde besiegt. Jetzt ist Mama nur noch Mama. Oh. Oh, da einfach. Ah, wow, ganz knapp überlebt noch. Ich dachte, das war wieder der Wurf in den Abgrund. Oh, aber langsam. Ah, wobei, okay, nee, nicht von der Entfernung. Oh, das war der Abzelt und ich glaube, da hat Luma auch getroffen. Das ist ja bei Rosalina und Luma ist das ja so. Zweiter Stock weg für quasi No übrigens. Aber dem einen ist das ja so, Luma hat wesentlich mehr Knockback als Rosalina. Und wenn beide zusammentreffen, sowieso nochmal heftig überhaupt. Die Rosalina zu Recht ein sehr gefürchteter Charakter. Quasi Noi zieht das noch nicht so wirklich durch mit der Side B irgendwie. An der Edge da, sonst wäre Mama Luma jetzt definitiv weg gewesen. Wow. Geht doch mit, geh weg da. Und noch nicht mal 3 Minuten hat dieser Kampf gedauert. Mama Luma zerstört quasi Noi. Oh, Leute. Und wieder darf die Mehrheit zittern. Ah, ich finde das lustig. Das finde ich einfach nur lustig. So, gucken wir mal. Wo geht der zweite Kampf hin? Ja, ja. Walk-off-Stages, Leute. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Da kann sowas mal ganz schnell passieren.
Und es geht zur belagerten Burg. Okay. Die zweite Fire Emblem Stage. Will das Spiel mir irgendwas sagen? Ich glaube, das Spiel ist auch für quasi Noi. Aber, naja. Es ist ja noch, ist ja nicht selten vorgekommen, dass ein Favorit irgendwann mal ganz spontan von einem Newcomer geschlagen wird oder sonstiges. In allen Sportarten, sag ich jetzt mal. Aber, what the? Baba Luba ist kaputt. Baba Luba ist so richtig dreist irgendwie, der Kampfstil von ihr. Ich meine, sie macht tausendmal das Gleiche und es trifft halt auch irgendwann einfach. Oh, der Trump hier. Aber nicht effektiv ausgenutzt von Quasi-Noi. Wow, Quasi-Noi wird so zerstört, Leute. Irgendwie hat sie gar keine Schnitte. Sie weiß überhaupt nicht, was sie tun soll. Sie kommt überhaupt nicht ran an Rosalina. Ja. Also, das ist aber echt heftig, wie aggressiv Mama Luma ist, finde ich. Mal ganz im Ernst. Also, es vergeht kaum eine Sekunde, da kommt keine Attacke raus. Mal Angriff. Selbst wenn der Gegner nicht Akku, man sieht das. Das heißt also, die CPU weiß sehr wohl, mit Luma zu agieren. Die andere CPU weiß nur leider nicht, wie genau sie damit umgehen soll. Und das war der erste Stock für Quasi-Noi. Quasi-Noi sieht ja überhaupt kein Land, Leute. Aber so gar nicht irgendwie. Immerhin kann Quasi-Noi ganz toll mit der Side-B umgehen. Das haben wir jetzt schon mehr als genug gesehen. Und ich denke, bei der ersten Stock, ich meine, wow, und Baba Luma macht überhaupt nichts. Oh, jetzt, ja, sehr schön, Ausgleich, ja, okay. Na, so schnell kann es gehen. Ich wollte gerade eben noch gesagt haben, im ersten Kampf hat Quasi-Noi, glaube ich, auch nur deswegen den ersten Stock zuerst, den Stock zuerst genommen, weil, wow, sie da ein bisschen Glück hatte mit dem Angriff. Aber jetzt gerade kassiert sie wieder ordentlich. Wenigstens konnte sie mal dem Luma ausweichen. Das hat sie vorher, glaube ich, auch noch nicht geschafft. Mama Luma teilt so heftigst aus, Leute. Ich glaube, da muss sich der Gewinner des morgigen Matches jetzt schon in Acht nehmen, wenn das so ausgeht, wie es aktuell aussieht. Aber es wirkt ganz so. Meine Güte, wie er schon richtig gesagt hat, die Mädels kämpfen echt schneller als die Kerle irgendwie. Beziehungsweise, was heißt die Kerle? Es war auch eine Frau dabei im ersten Match, nämlich Samus. Aber als das erste Turnier muss ich vielleicht mal mit der Videolänge runtergehen, weil die Kämpfer alle so ultra schnell sind. Also Timeout nicht in Sicht. Wir haben gleich mal wieder ein Drittel der Zeitung und der Kampf ist schon wieder fast vorbei. 185% von Quasi-Noi. Die haben auch nie so wirklich viel Prozent. Vorher kommt dann meistens schon der Kill. Boah, ich sehe schon, die ganze Zeit hat die Power Sheets wieder. Oh, Luma ist weg, aber zack, einfach weggetreten. Und das war der zweite Stock für Quasi-Noi. Schade, ich bin so stolz auf diesen blöden Namen. Ich hätte mich gefreut, wenn Lucina das hier noch reißt. Aber es sieht gerade echt nicht gut aus, Leute. Außer jetzt kommt wieder diese Comeback. Das ist mal lustig irgendwie. Immer, also Quasi-Noi lässt sich voll vermöbeln, dann zieht sie den Stock ab und dann lässt sie sich wieder vermöbeln. Mal gucken, ob das jetzt wieder so läuft. Könnte ich mir fast schon gut vorstellen. Oder ob sie sich wieder two-stocken. Oh Mann, da hättest du durchziehen müssen. Hättest du durchgezogen, wäre Mama Luma weg gewesen. Aber irgendwie macht sie das generell nicht oft, ist mir mal aufgefallen. Haben wir ja auch in dem Kampf eben schon gemerkt, nicht wahr? Oh ja, nochmal da schön mit der Side-B getroffen. Da kriegt sie schon die Fire Emblem Stages, aber kann diese kaum effektiv benutzen. Oh, der Jab von Rosalina, auch sehr gefährlich. Und jetzt wird sie wieder gejuggelt ohne Ende. Das heißt einfach, gejuggelt heißt genau, was das Wort bedeutet. Jonglieren, wenn quasi immer in der Luft gehalten wird mit verschiedensten Tools. Das war gerade schön und jetzt nach hinten werfen, ne? Ja. Also man muss auch sagen, Mama Luma wirft den Gegner wenigstens auch zur Blast Zone. Nicht so wie Zelda und Peach und jetzt wieder da hinten, ne? Jawohl. Oh, pfaha, da der. Ja, die Transformation hat sie gekillt. Ich finde es schön, dass wir so lebhafte Stages haben in diesem Turnier, Leute. Das macht das Ganze nochmal irgendwie, finde ich, Lust. Die, ja, hat sie noch einen Sprung? Ja, okay. Na gut, aber es müsste ja eigentlich wieder eine Situation kommen, die sie verprügelt wird, aber sie wird ja sowieso gerade die ganze Zeit offstage gehalten. Und kommt überhaupt nicht mehr. Und wieder einfach schillen und weg damit. Genau so sollte man das tun. Also, wieder jetzt? Nee, ne? Doch, wieder. Und, ah, nee, ich dachte schon. Ich dachte für kurz einen Moment, Mama Luma hätte quasi Noi gegriffen und dann nochmal weggetreten. Da aus wahrscheinlich an der Stelle natürlich nicht mit so viel Knockback und sie springt einfach in den aufgeladenen Up-Smash rein. Also der war natürlich nicht komplett aufgeladen, aber er wurde aufgeladen. Ja, Mama Luma gewinnt das Ganze. Am souveränsten überhaupt, muss man mal sagen. Definitiv, also Quasi-Noi hatte überhaupt keine Schnitte, Leute. Wow, das war Zerstörung.
wirklich einfach Zerstörung. Gut, Leute, das heißt, morgen kümmern wir uns um das letzte Match der ersten Runde. Die letzten Charaktere, die wir noch nicht gesehen haben. Dort kämpfen Robin gegen die Wii Fit Trainerin. Ihr dürft jetzt wieder unten in der Videobeschreibung abstimmen. Also ihr dürft auf den Link da klicken und dann mitwetten für die nächste Begegnung. Und ja, quasi Noi wartet auf den Verlierer der morgigen Begegnung und ein Losers Bracket. Und Mama Luma auf den Gewinner der morgigen Begegnung. Wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze wohl ausgehen würde. Tja. Ich sehe sehr viele enttäuschte Fire Emblem-Fans, Leute. Ich bin selbst auch ein bisschen enttäuscht. Naja. Bis dann, Leute. Ciao.